es wäre ganz schön aus. Es wäre ganz schön ausgesehen. Ganz cool. Und weiß ich nicht. Ein Fußballplatz. Nachher würde ich rundum ein Haus bauen. Früher hat man sich ja mal Raum vorgestellt. Das finde ich noch schön. Und ich fände es cool, wenn es irgendwie ein Schwimmbad oder so und einen Bücherladen drin hat. Ein Dach, was nur platt ist. Vielleicht ein Zwiebeldach. Holzhäuser, also mit Holz. Ja. Und dann so einen kleinen Garten. Also einen recht grossen Garten. Nicht Wohnungen, sondern einfach Häuser, zweistöckige Häuser, die auch nicht so gross sind, haben einfach in der Wohnung einen Stegen. Wenn ich jetzt etwas würde bauen, dann würde ich vielleicht ein paar kleine Häuser, wo man wohnen kann, nicht ganz grosse, einfach ganz normale. Aber eigentlich würde ich sie einfach lassen, weil es halt Tiere gibt, die dort auch leben. Also nicht so hoch, also nicht so gross, weil die, die da hinten wohnen, wegen denen, die da hinten. So etwas, dass man keine Sonne mehr sieht. Dass man eine Sonne sieht. Also ich persönlich fände es echt super, wenn man noch etwas von dem Platz da lassen würde. Und ich bin einfach nicht da, so ein Megabau, der alles überdeckt, sondern halt eben noch ein bisschen Grünfläche lassen. Ich finde, sie sollten vor allem in diesem Quartier, dass es ein sehr in die Mitte gerichteter Platz ist, sie sollten schauen, dass man die Aussicht von diesem Grundstück nicht verdient. Ein grosser Innenhof. Ja. Und der Kastenpalter. Ja, der Kastenpalter. Ein Spielplatz mit der Kletterwand und einer Rutsche. Einfach ein großen Kinski mit einem Trampolin auf dem Spielplatz. Oder ein Labyrinth hätte ich auch noch sehr gern. Wenn es regnet, kleiner Bach. Also ich fände es noch cool, für ein bisschen grössere noch so Ring zum Turnen. Also zum Rundlaufspielen, so ein Ping-Pong-Tisch. Vielleicht noch also so eine Rennstrecke. Oder einfach so Strecke, wo man Rädchen und so Sachen machen kann. So Sportstrecke, wo man alles drauf machen kann. So, wo man Sachen basteln kann. Also wie ein Bastelraum. So wie ein Bastelraum einfach für zum Backen. Ja. Bücherladen und das Kaffee. So ein neuer Jugendtreff wäre auch gut. Also schön neu renoviert. Weil der Kasten nicht einmal ein Brünneli hat da drin. Ja. Und irgendwie eine Küche oder ein zweiter Stock mit einem Balkon. Mit einem WC. Ein WC im Gebäude, für das man nicht durch den Schnee laufen muss im Winter. Also. Ja. So etwas, wo halt ist, wo man kann drinnen laut sein. Also. Was ich mir vielleicht noch wünschen wäre, vielleicht irgendwie nochmal ein Ort, wo irgendwie wirklich weit weg von Häusern ein Dach, wo man aber trotzdem auch eine Feuerstelle hat. Die nächste Generation ist ja ein wichtiger Bestandteil des Rütihofs. Deswegen finde ich auch, dass man ihnen ein bisschen Freizeit lassen kann, wo sie einfach abgehen können, ihr Ding machen können und so. Und so wie wir früher hier im Kasten, dass sie auch einen Ort haben, wo sie einfach ein bisschen Party machen können oder so. Tolerante Nachbarschaft. Ja, genau. Oh ja, ein See bauen, einen grossen See, wo man baden kann. Ich würde Party, also so eine Aussenparty machen. Ich weiß etwas. Ja. Ein Art Pomare. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So what, we go out. And let me get a lighter. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm high as fuck. Living young and wild. Keep that in there. So what? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it?